Ich zeige Ihnen jetzt drei Varianten einer Übung, die dazu dient, die Fähigkeit der Selbstbeobachtung zu wecken und sein Verhalten zu ändern. Ich decke jetzt den Tisch, wie ich das im Alltag oft tue. Die Übung besteht darin, dass ich das Ergebnis betrachte. So bin ich noch nicht zufrieden. Also korrigiere ich. Jetzt gefällt es mir und ich fühle mich wohl dabei. Ich fasse diese Variante der Übung noch einmal zusammen. Wählen Sie eine Tätigkeit, in der Sie das Resultat beobachten wollen. Führen Sie die Tätigkeit wie gewohnt durch. Dann richten Sie die Aufmerksamkeit auf das Resultat. Wie geht es Ihnen damit? Sind Sie zufrieden oder bemerken Sie, wie Sie das Ergebnis verändern möchten? Wenn Sie können, dann tun Sie es. Vielleicht stellen Sie noch Blumen dazu. Wie ist jetzt Ihr Befinden, nachdem Sie Ihr Ergebnis verändert haben? In einer zweiten Variante beobachten wir uns in einem Bewegungsablauf. Wählen Sie eine Tätigkeit und führen Sie sie durch. Setzen Sie sich zum Beispiel an den Tisch. Nun tun Sie dasselbe nochmal. Aber Sie beobachten sich dabei. Nun halten Sie ein und machen sich ein inneres Bild vom Bewegungsablauf, den Sie soeben gemacht haben. Betrachten Sie das innere Bild. Was sagt es aus und wie sind die Bewegungen? Was möchten Sie daran ändern? Tun Sie es noch einmal mit einem bewusst gewählten Charakter. Spüren Sie eine Veränderung in Ihrem Körpergefühl, wenn Sie es bewusst gemacht haben? Zu dieser Übung gehört auch, zu bestimmten Gelegenheiten sein Verhalten zu verändern. Zum Beispiel können Sie sich noch einmal an den Tisch setzen, aber anders. Oder Sie können beim Essen Gabel und Messer vertauschen. Oder Sie können mit der anderen Hand trinken. Ihnen fällt dazu bestimmt eine Menge ein. Versuchen Sie es und beobachten Sie, wie Sie sich dann in Ihrem Körper fühlen. Der Sinn der Übung besteht darin, die Aufmerksamkeit für die eigenen Handlungen und Resultate schärfen. Bemerken, wie sie nach außen wirken. An Gewohnheiten die Fantasie aufwecken, um durch neue Handlungen auf Dauer eine ausgewogene Wirkung nach außen und innen zu erzielen. Wenn Sie sich das zur Alltagsgewohnheit machen, entwickeln Sie Präsenz, die Ihre Impulskraft gestaltet und führt. Das war die vierte Übung aus einer Reihe von 7 Sequenzen mit je einer praktischen Alltagsübung und einer ergänzenden eurythmischen Übung. Die eurythmische Übung zeigen wir Ihnen in einem separaten Video. Eignen Sie sich, wenn möglich, zuerst die eurythmische Übung an und machen Sie sie täglich parallel zu der hier vorgeschlagenen Alltagsübung. Führen Sie diese Übungen 1 bis 2 Wochen durch. Und wechseln Sie dann zur nächsten Sequenz. Mit diesen Übungen entwickeln Sie Präsenz beim alltäglichen Tun. Es entsteht Freude, Interesse und Engagement, sogar für die alltäglichen Dinge.